meine Lieben, willkommen zu meinem neuesten Video. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, ich habe mal wieder extrem viele Sachen aufgebraucht und die zeige ich euch jetzt. Und ich habe darauf geschaut, dass jetzt nicht so viele von den Sachen sind, was ich schon in die vorigen aufgebraucht Videos hergezeigt habe. Ob mir das zu 100% gelungen ist, weiß ich nicht, das sehen wir dann aber eh gleich. Ich werde einfach in meinen Sackerl reingreifen und immer ein Produkt rausholen und euch dazu meine Meinung sagen. Als allererstes habe ich da jetzt von Redken das Extreme Shampoo. Das sind 300 ml, das habe ich extrem gut gefunden. Ich habe es aber verdünnt benutzt, das einfach länger hält, weil das ist ja scheiß teuer. Ich würde mir das auf jeden Fall wieder nachkaufen, nur würde ich es dann vielleicht nicht verdünnt benutzen, weil ich habe das irgendwie immer umständlich gefunden. Ich finde das einfacher, wenn man es aus der Flasche herausdrückt und dann gleich benutzt. Aber so an und für sich für kaputte Haare finde ich das sehr gut. So, was haben wir da als nächstes? Und zwar mein Deo von Borotalco. Und zwar habe ich da immer dieses silberne, das Pure Clean Freshness. Da ist kein Aluminium drinnen. Bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es ist auch eins von den wenigen Deo, wie die, was mich jetzt länger verfolgen, wissen, was ich vertrage. Ich glaube, da ist sogar auch eine zweite Flasche drinnen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Da ist sie. Bin ich sehr zufrieden damit. Ich bin auch am Überlegen, es gibt also andere Sorten von denen. Ich weiß jetzt aber nicht, was da gerade der Unterschied ist. Ich glaube, der Geruch, das riecht halt nach gar nichts eigentlich. Es gibt auch noch so ein grünes und ein blaues, irgendein halt noch. Und wenn ihr empfindliche Achseln habt, probiert einmal das aus. Vielleicht hilft das ja genauso wie mir. Dann habe ich da eine Gesichtsmaske von Garnier. Und zwar ist das so eine Tuchmaske. Und zwar die für trockene und sensible Haut. Ich finde das ja immer so lustig, diese Gesichtsmasken sind überdimensional groß, also auf mein Gesicht passen die nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das an der Maske liegt oder, keine Ahnung, oder vielleicht an meiner Creme, die ich benutzt habe. Aber nachdem ich die benutzt habe, habe ich oben auf der Stirn so kleine Pickelchen, kann man sagen, bekommen. Und ja, das war halt nicht so schön. Das ist vor ein paar Tagen wieder weggegangen. Aber ich glaube, das hat an der Maske gelegen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, bei mir passen diese Gesichtstuchmasken eigentlich nie. Die sind immer da beim Auge, stehen sie dann irgendwie weg. Und bei der Nase geht es auch hinten und vorne nicht aus. Die Lippe hängt weit runter, also keine Ahnung. Nein. Ein paar Tuchmasken habe ich noch, aber danach werde ich mir wahrscheinlich keinen mehr kaufen, weil das passt irgendwie eh nicht. Und ja, so was ich dazu noch sagen kann, also sie war auf jeden Fall feuchtigkeitsspendend, auch ziemlich angenehm auf der Haut, also da hat es nichts gegeben, aber wie gesagt, habe ich dann eben auf der Stirn so ein Pickelchen gekriegt. Aber ob es hundertprozentig an der Maske liegt, weiß ich nicht. Dann habe ich mal wieder nach 100 Millionen Jahren meine Abschminktücher aufgebraucht, und zwar sind das die von BB, die pflegenden Reinigungstücher für trockene und empfindliche Haut. Die habe ich eigentlich ziemlich gern. Ich habe jetzt andere Abschminktücher von TK Maxx habe ich mir gekauft. Die sind jetzt noch nicht sehr überzeugend. Das Problem ist aber, das ist so eine dicke Verpackung, also da muss ich jetzt durch. Aber die sind günstig. Da sind 25 Stück drinnen. Aber ich finde, sie entfernen nicht hundertprozentiges gesamte Make-up, egal ob Gesicht oder Augen. Ich würde da sagen, das ist so zu 70 bis 80% entfernt. Also man sollte dann auf jeden Fall noch das Gesicht waschen. Wenn wir schon beim Thema Abschminktücher sind, habe ich da noch welche von Nivea gerade rausgeholt. Und zwar sind das 3-in-1 erfrischende Reinigungstücher für Augen, Lippe und Gesicht. Da sind auch 25 Stück drin. Die haben, glaube ich, ein bisschen mehr gekostet als die von BB oder gleich viel, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die haben mich jetzt nicht allzu sehr überzeugt. Sie waren okay, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal unbedingt kaufen. Dann habe ich was von Lush, und zwar das Duschjelly. Und zwar ist es dieses blaue gewesen, das heißt Woosh. Das ist mit Zitrone, Limette und Rosmarin gewesen. Es hat extrem mega geil gerochen. Oh ja, das riecht nach irgend so einem Zuckerl. Irgend so ein Gummiding oder so ein Zuckerl gibt es, das riecht genauso. Also riechen tut es echt verdammt geil. Aber den Dreck hast du nicht benutzen können. Das ist wirklich so wie so ein Wackelpudding, nur ein bisschen fester. Aber das Ding ist komplett zerfallen und ich habe das vielleicht, wenn es hochkommt, 4-mal benutzen können. Und das Ding ist schon scheiß teuer. Also, ja, das sind auch nur 100 Gramm. Also, es war lustig, aber dann war es nervig. Deswegen würde ich mir es jetzt nicht nochmal kaufen, erst recht nicht für den Preis. Muss ich zudem noch was sagen? Ich liebe es, ich werde es immer lieben. Ich glaube, es ist auch noch eines da drinnen. Jetzt haben es aber, ist das Design wieder mal geändert. Das haben sie erst, glaube ich, vor kurzem geändert. Aber keine Ahnung. Es ist einfach eins meiner Favoriten. Es ist günstig, es macht, was es soll und es riecht gut. Für die, was mich jetzt noch nicht wirklich verfolgen oder nicht lange, das ist die Feuchtigkeitshaarmilch von Balea in Pfirsich und Kokos. Für strapaziert ist ein trockenes Haar, das hat auch keine Silikone drin und ich liebe es. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Ich habe es bis jetzt in jedem aufgebraucht Video 2-mal mindestens hergezeigt.
Dann habe ich wieder eine Tuchmaske von Garnier Skin Active, und zwar ist das die intensiv feuchtigkeitsspendende und ausgleichende Maske. Ich glaube, einen längeren Namen hätten sie nicht hinschreiben können. Die ist für normale und Mischhaut. Die hat das jetzt überhaupt nicht verursacht, was diese vorige verursacht hat. Also die war eigentlich komplett normal. Dann habe ich da eine Intimpflege-Waschlotion in Sensitive von Jessa oder Chester, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall die Eigenmarke von DM. Das ist mit Kamillenextrakt und Milchsäure ohne Alkohol und ohne Ethanol. Das habe ich jetzt aber nicht so berauschend gefunden. Ich meine, man braucht sowas halt. Egal ob Frau oder Mann, kann man natürlich beide benutzen. Aber ich habe jetzt eins, was mir besser gefällt. Das zeige ich euch aber dann im nächsten aufgebrauchten Video. Man muss ja die Spannung ein bisschen aufrechterhalten, oder? Aber das war auf jeden Fall nicht teuer. Es war okay, wie gesagt, aber es gibt bessere. Jetzt kommen wir zum größten Flop aus dem ganzen Video, glaube ich. Und zwar zu dem netten Ding da. Das soll ein Autoduft sein, also so ein Duft, den man auf dem Spiegel hängt. Und da muss man so dran ziehen. Und dann soll das Ganze nach, weiß nicht was, in so einer Blume riechen, Orchidee, glaube ich. Jedenfalls funktioniert das genau gar nicht. Man riecht nichts. Und der Scheiß trägt man nicht einmal billig. Also der hat, glaube ich, trotzdem 3 Euro so gekostet. Hätte man vor ewig auch eins kaufen können und die riechen wenigstens. Aber wirklich, das ist der totale Reinfall. Kauft euch lieber das teure Airwick, bevor ihr euch das kauft. Dann habe ich ein Haarshampoo von Schwarzkopf von Glam Vital, das Superfrucht. Ach, das ist so geil. Das riecht doch so gut. Das ist mit Cranberry und Achia-Beeren. Für trockenes und strohiges Haar, das habe ich in Kombination mit einer Spülung benutzt, aber nicht mit dieser. Sondern ich habe es mit der Spülung benutzt, und zwar ist es auch von Glam Vital, weil es ist eigentlich ein Kurbalsam für einen frischen Ansatz und gepflegte Spitzen, das ist ohne Silikone. Die zusammen in Kombi waren auf jeden Fall mega gut. Die Glam Vital Sachen sind doch nicht so teuer, die kosten, glaube ich, höchstens 3 Euro, lasst mich nicht lügen, aber irgend sowas um den Dreh herum. Da riecht die Spülung gut, das Shampoo riecht noch besser, also ja. Und eine Freundin von mir hat das von mir auch bekommen und ist auch sehr zufrieden damit. Und ich würde es mir auf jeden Fall allein wegen dem Geruch wieder kaufen. Und auch wegen dem Pflegeeffekt, weil die waren echt schön geschmeidig danach. Dann habe ich da von Balea ein Duschgel, und zwar das Born to be Lazy Duschgel mit diesem süßen Folie drauf. Also das habe ich wirklich nur wegen der Verpackung gekauft. Aber es riecht auch verdammt gut, muss ich sagen. Ich meine, ich kann den Duft jetzt nicht beschreiben. Müsste einfach mal dran riechen, aber es hat ein bisschen was Fruchtiges und Süßes. Ich glaube, es hat ein bisschen mehr gekostet als die normalen Balea Duschgele. Die kosten, glaube ich, nur 50 Cent, 60 Cent, 70 Cent, sowas, keine Ahnung. Dass es über 1 Euro kostet. Da habe ich, glaube ich, eher mal einen Haul gemacht, wo ich das herzeige, aber ich weiß nicht mehr den Preis auswendig. Aber es hat wirklich verdammt gut gerochen. Würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Aber ich glaube, es ist limitiert. Ist es limitiert? Nö, ich glaube nicht. Das ist sogar vegan, für die, die es interessiert. Dann habe ich eine Spülung von L'Oreal, und zwar von L'Vital. Das Arginine Resist. Und zwar ist das die Anti-Haarverlust-Spülung, also einfach die schwarze Reihe davon. Diese schwarze Reihe, also Shampoo und Spülung, mache ich auch extrem gerne. Das habe ich eine Zeit lang wirklich nur benutzt, aber ich wollte eben jetzt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Darum habe ich auch vorher das Glam Vital herzeigt, weil ich einfach schauen will, welches mir davon am besten gefällt. Und das werde ich dann eine längere Zeit über benutzen. Aber das ist so wirklich ein Allzeitfavorit von mir, das geht immer. Dann habe ich eine Zahnpasta von Elmex, das ist die für Kariesschutz. Die ist, was das frische Gefühl angeht, auf jeden Fall bis jetzt am besten gewesen. Es hält jetzt auch nicht ewig, das sage ich jetzt auch nicht damit, aber es hält durchaus länger als bei normalen anderen Zahnpastas. Aber ich glaube, es ist verhältnismäßig ziemlich teuer, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Dann habe ich was von Bilou, und zwar Tasty Donut, den cremigen Duschschaum. Ach, der hat so geil gerochen, also ich mag ja die Bilou Duschschäume. Über die Gerüche kann man hin und wieder streiten, aber der Geruch ist auf jeden Fall mega geil gewesen. Er ist jetzt nicht so gewesen, wie ich mal vorgestellt habe. Ich habe mir den viel extremer vorgestellt. Aber er hat mir im Endeffekt dann doch taugt. Die Bilou Duschschäume mag ich, wie gesagt, an und für sich sehr gern. Und der Geruch ist auf jeden Fall ein Schnupperer wert, kann man sagen. Dann habe ich von Nivea ein Duschgel, und zwar die Pflegedusche mit Frangipani und Öl. Von dem Öl habe ich jetzt nicht sonderlich viel gemerkt, muss ich sagen. Also ja, ich habe mir gedacht, ich kaufe mal eine Öldusche, damit ich halt so ein... Weiß nicht, ich habe es mal anders vorgestellt, als was dann war. Der Geruch ist ziemlich frisch, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das muss ich unbedingt nochmal kaufen. Aber ich finde die Designs immer so schön von den Nivea-Sachen. Da habe ich nochmal jetzt die Spülung von L'Vital, also da habe ich eh schon was dazu gesagt, deswegen weg damit. Dann habe ich da einen Duft, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, das sind diese Mini-Düfte, was, weiß nicht, ob das eine Marke ist. Wurscht, das ist jedenfalls Mini-Love. Den habe ich früher, was heißt, wie lange habe ich den schon? Den habe ich sicher schon ungelogen 10 Jahre. Der Geruch ist jetzt auch nicht mehr hundertprozentig meins, es geht noch, aber ja.
Das sind diese Billigdüfte, was nur 2-3 Euro kosten, ich glaube 2,99. Ist für junge Mädels, die zur Schule gehen und Taschengeld kriegen und sich jetzt nicht einen Duft um 80 Euro kaufen können oder wollen, ist eine super Sache. Die riechen auch halbwegs lang eigentlich dafür, dass sie so günstig sind. Aber wie gesagt, ich bin irgendwie schon zu alt dafür, kommt mal vor. Aber für so junge Mädels, die was vielleicht erst mit Düften anfangen, ist das keine schlechte Sache. Dann habe ich da von Tracklemoon ein Körperpeeling und zwar That Vanilla Moment. Ich meine, riechen tut das echt extrem geil. Also da kann man nichts sagen, das würde ich mir am liebsten auf ein Brot schmieren und essen. Aber diese Verpackung, ich hasse solche Verpackungen für Duschartikel. Ah, man sieht eh, da ist noch urviel drin und der Scheißdreck kommt einfach nicht raus. Das kriege ich nicht hin. Deswegen 50% habe ich es gemocht. Es hat auch gut gepeelt, das kann man auch nicht sagen, dass da irgendwas Schlechtes dran war. Das Einzige, warum es nur 50-50 gemocht wurde, ist diese beschissene Verpackung. Liebe Grüße an Tracklemoon, macht das anders. Dann habe ich da wieder eine Gesichtsmaske von Venus und zwar ein Face Peeling. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das war. Überspringen wir das. Wieder eine Zahnpasta und zwar die White Shock von Blanks. Das ist die, was dieses blaue LED-Licht hat. Bringt auch genau gar nichts. Ja, leider. Durch das blaue Licht soll diese Zahnpasta aktiviert werden, aber ich habe davon irgendwie nicht wirklich viel mitgekriegt. Gerochen hat es ganz gut, aber auch jetzt nicht sonderlich lang angehalten, der Geruch. Also ja, weil es hat auch nicht gemacht, was eigentlich machen jetzt sollen. Ich glaube langsam wirklich, es liegt einfach an meine Zähne. Dann habe ich da wieder ein Duschgel von Nivea und zwar ein limitiertes diesmal und zwar die Lieblingsdusche im Karibiktraum. Die riecht wirklich urgut nach Kokosnuss. Es gibt so wirklich übertriebene Kokosnussgerüche und welche, die riechen angenehm und das ist auf jeden Fall Zweiteres. Und ja, diese Pflegeduschen von Nivea finde ich auch ziemlich gut. Wie gesagt, mit dieser Öldusche vorhin habe ich ein bisschen Pech gehabt, weil ich mir einfach was anderes erwartet habe. Jetzt was eigentlich überhaupt jetzt nicht zu einem Aufgebrauch-Video passt in der Form, weil es ja meistens so Beauty- oder Schminksachen sind. Und zwar habe ich meine erste Yankee Candle aufgebraucht. Das ist Dreamy Summer Nights. Also vom Geruch her finde ich die Yankee Candles wirklich verdammt geil. Ich habe da hinten auch schon eine brennen, die bald aus ist. Und zwar ist das Soft Blanket. Also der Duft ist auf jeden Fall sehr gut, es brennt auch alles gleichmäßig ab. Wie man sehen kann, natürlich ganz unten geht nicht alles weg, aber das ist bei jeder Kerze eigentlich so. Was ich aber nicht so gut finde, ist, der Rand da oben ist total eingerußt und das schaut einfach nicht schön aus. Und ich habe keine Ahnung, warum man Yankee Candle das nicht hinkriegt, dass das nicht passiert. Weil es gibt ja auch andere Kerzen, die was in so einem Behälter eingossen sind und bei denen ist es nicht so, aber ja. Yankee Candles sind zwar teuer, aber ich finde, die sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Die brennen auch verdammt lang. Ich habe die echt sehr lang gehabt. Das wollte ich einfach nur mal kurz dazu sagen. Also wirklich, wenn ihr gute Duftkerzen sucht, könnt ihr euch die Yankee Candles nehmen. Das ist jetzt das Große. Das, was da hinten steht, ist mittlere und es gibt auch noch ein ganz kleines, aber ich bevorzuge eindeutig die Großen. Dann habe ich da von Swissopar ein Tiefenreinigungsshampoo. Das habe ich immer wieder mal benutzt, je nach Gefühl. Man kann es aber auch einmal im Monat oder so machen. Und zwar, für alle, die es nicht kennen, Tiefenreinigungsshampoo sollte man hin und wieder einfach mal benutzen, damit die Haare von Grund auf wieder gereinigt werden von den ganzen Beauty-Produkten, was man reinschmiert. Das entfernt einfach Rückstände von Hitzeschutzspray zum Beispiel oder von Haarspray, Haargel oder wie auch immer. Und es entfernt auch Silikone. Jedenfalls steht das hinten drauf, also deswegen müssen wir es halt mal glauben. Ich habe damals so ein Dreierpack von Amazon bestellt, weil es bei uns im Geschäft eigentlich nirgends gegeben hat. Ich habe erst das eine aufgebraucht, also es hält ziemlich lang und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe es gestern auch benutzt und ja, sieht man eben, meine Haare sind ziemlich schön, finde ich dafür. Ich sehe gerade, ich habe dann noch ein Deo drin. Ich glaube, das sagt alles, oder? Und zwar habe ich eine Haarmaske, das ist von Naked Body, die Naked Hair Vanilla Haarmaske. Ich bin ja sowieso ein Fan von Haarmasken und generell Masken, also alles, was mit Masken zu tun hat. Und ich habe die auch ziemlich gern gehabt. Ich finde, die Verpackung ist auch praktisch, weil es gibt ja auch so Masken, die was man zwar für eine Anwendung benutzen sollte, aber es ist viel zu viel für eine Anwendung, da muss man trotzdem alles benutzen, weil man es nicht mehr zumachen kann. Und daher finde ich die Verpackung eigentlich ziemlich praktisch und es ist jetzt auch überhaupt nicht blöd gewesen, das irgendwie zum Rausdrücken unter der Dusche oder so. Die lässt man 5-10 Minuten in die Haare drinnen, in die feuchten. Aber ich habe sie mal länger drin gehabt, je nachdem wie lange ich für Beinrasieren zum Beispiel braucht habe oder so. Also die war wirklich nicht schlecht. Dann habe ich eine Zahnpasta da dabei. Und zwar ist es von Beverly Hills Formula, die Perfect White Black Zahnpasta.
Also ich war schon schwarz, aber jetzt kein so sattes Schwarz, sondern eher so mit so einem Grauschleier, würde ich sagen. Und ja, was soll ich sagen? Die ist mit Aktivkohle, deswegen ist sie auch schwarz und ich soll die Zähne eben weißer machen. Tut sie nicht. Ich glaube langsam, es liegt wirklich einfach an meinen Zähnen. Ich habe keine Ahnung, aber bei mir hat bis jetzt kein so ein zahnaufhellendes Produkt gewirkt. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare, ob bei euch schon mal irgend sowas gewirkt hat, sei es Zahnpasta oder sei es diese Bleaching-Streifen, was man sich da aufkleben kann oder was auch immer. Mich würde es interessieren. Das Produkt war jetzt nicht schlecht oder so, also ich würde es mal nur für mich persönlich nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich da auch ein Duschgel von Bruno Banani und zwar Not For Everybody. Das ist zu dem Duft dazu. Da habe ich mal ein Set bekommen und ich habe das halt jetzt erst aufgebraucht, weil ich irgendwie drauf vergessen habe, glaube ich. Was ich ja so geil finde bei diesem Duftduschgel, die riechen wirklich eins zu eins wie dieser Duft. Und wenn du wirklich einen Duft hast, der mega geil ist und dann hast du das Duschgel, was mega geil ist, was will man noch mehr? Das ist genau bei dem der Fall. Also wer wirklich diesen Duft liebt, holt euch das Duschgel oder schenkt es her für jemanden, der das mag, der wird das Duschgel auch wirklich lieben, weil es riecht eins zu eins wie der Duft. Das ist echt arg. Dann habe ich mal ein Schminkprodukt da drinnen. Und zwar von Essence, der Liquid Eyeliner. Ich glaube, das ist der Waterproof. Genau, das ist der wasserfeste. Am Anfang habe ich ihn eigentlich ganz gut gefunden. Aber so nach und nach hat er immer mehr bröselt. Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Darum habe ich mir den gekauft gehabt, weil ich habe eigentlich immer den von Catrice. Und mit dem bin ich auch bis heute zufrieden. Der war okay, aber er hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ihr könnt es probieren, ist auch schön schwarz und der ist auch matt. Aber wie gesagt, je länger man ihn hat, desto mehr bröselt er. Und ja, er war jetzt noch nicht sonderlich alt, wie das angefangen hat, also an dem hat es nicht gelegen. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass es der wasserfest ist, ich habe keine Ahnung, aber bei mir war es auf jeden Fall so und ich teile gerne meine Erfahrung mit euch. Dann habe ich eine After-Sun-Dusche von Balea. Die habe ich ja im Urlaub mitgehabt und auch letztes Jahr im Urlaub schon benutzt. Ich finde die super. Die entfernt Sonnencreme-Rückstände und Salzwasser-Rückstände von der Haut. Riecht auch noch angenehm, ist günstig und ist auf jeden Fall immer bei meinen Urlauben dabei. Dann habe ich jetzt eine Maske von Balea. Ich weiß jetzt nur nicht, welche. Eine tiefenreinigende Maske. Nur welche das genau ist oder wie die genau heißt, weiß ich nicht, weil das der obere Teil ist und das steht immer auf dem unteren. Aber die ist auf jeden Fall so mit Aktivkohle gewesen. Das ist so eine schwarze Maske gewesen zum Abziehen, also eine Peel-Off-Maske. Ja, da habe ich jetzt nichts Negatives dazu zu sagen. Die hat sich gut abziehen lassen, ist gut trocknet gewesen und die Haut war nachher angenehm. Also eine Maske, wo man nichts vermängeln kann. Wieder eine Zahnpasta, nur dieses Mal von Odol mit 3 und zwar die Extra White. Gleiches Thema wie immer, bringt nichts. Dann habe ich von Knapp so eine Mini-Bade-Essenz und zwar ist das die glückliche Auszeit. Da ist roter Mohn und Hanf drinnen. Vielleicht ist deswegen so entspannend. Also das Badeöl ist auf jeden Fall angenehm. Also ich habe jetzt nichts Negatives festgestellt. Es hat weder auf meiner Haut noch auf der Badewanne irgendeinen Film hinterlassen. Der Duft war angenehm. Ich meine, er ist jetzt nicht so geil wie Kokos oder so, aber angenehm auf jeden Fall. Dann habe ich von Fa ein Duschgel da und zwar griechisches Joghurt und Mandel. Oh, die hat so gut gerochen. Ich muss gleich nochmal einen Zug nehmen. Ich mag ja die Fahrduschgele. Und wirklich, wenn ihr auf sowas steht, das riecht auch relativ frisch. Ein bisschen schwerer, finde ich, aber echt verdammt gut. Und da ist auch Vanille drinnen, glaube ich. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir vorher schon den weniger guten Eyeliner gehabt haben, habe ich jetzt den guten. Und zwar den von Catrice, den Liquid Liner in Dating Joe Black. Ich habe mit dem eigentlich jetzt nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich liebe ihn, ich werde ihn immer lieben, bis ich einen besseren gefunden habe. Aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Mit dem kann man gut zeichnen. Der hat eine schöne Farbe, eine kräftige Farbe, eine satte Farbe kann man sagen. Man kann gute Spitzen malen, man kommt gut in die inneren Augenwinkel. Und er trocknet matt. Alles positive Punkte, wie ich finde. Den kann ich euch jeden von euch ans Herz legen. Dann habe ich von Alverde das Gesichtstonic Heil Erde. Das ist auch lange ein Favorit von mir gewesen. Ich habe es auch jetzt immer noch, nur ich benutze es nicht mehr so oft, weil jetzt meine Haut eigentlich ziemlich gut ist. Und mit dem ist es auch gut geworden damals. Also davor bin ich wirklich nie ungeschminkt aus dem Haus gegangen. Und seit ich das benutzt habe, ich glaube so mindestens zweimal am Tag habe ich es auf ein Wattebett gegeben und dann auf mein Gesicht. Und es hat echt gut geholfen. Die haben ein bisschen die Rezeptur geändert jetzt mittlerweile, seit ich es das erste Mal benutzt habe.
Jetzt ist es irgendwie verdünnt, kommt mir vor. Aber es hat trotzdem keinen Verlust vom Effekt. Es hält auch ziemlich lang. Und ich werde es mal wieder kaufen, nur benutze es halt einfach nicht mehr so oft, weil ich einfach das Gefühl habe, ich brauche es nicht mehr so wirklich. Dann habe ich wieder eine Balea-Maske, wo wieder der obere Teil da ist und der untere nicht. Darum weiß ich jetzt nicht, wie die genau heißt. Da steht nur zart schmelzende Pflege. Das ist eine Cremeölmaske, aber wie die genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt auch nichts zu bemängeln gehabt, da war die Haut wirklich extrem glatt und weich nachher. Bin ja sowieso Fan von den Balea-Masken, also. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt für heute und zwar ein Make-up von Essence, das All About Matte Make-up. Das ölfreie Make-up ist das in der Farbe 05 Matte Vanilla. Das habe ich glaube ich auch ewig gehabt. Aber ich habe jetzt ein anderes Make-up gefunden, was ich eben gerne habe. Darum habe ich es auch nicht nachgekauft. Man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist auch nicht teuer, also für Schminkanfänger zum Beispiel finde ich so Essence oder Catrice Make-up super. Es hält auch ziemlich lang, also ich weiß jetzt nicht, ob das genau 12 Stunden sind, aber über einen Arbeitstag oder Schultag zum Beispiel hält das durchaus. Ja, das war mein letztes Produkt für das heutige Aufgebraucht-Video. Ich werde es wieder fleißig sammeln, damit ich bald ein neues Aufgebraucht-Video für euch drehen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden, aber ich denke mal schon, dass es ein bisschen eskaliert ist. Ihr könnt es mir auch auf meinen Social Media Seiten folgen, die sind unten in der Infobox verlinkt oder jetzt am Ende in der Endcard. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!